Hi Fans und damit herzlich willkommen zurück bei unserem militärischen Ziele ausheben hier bei Far Cry 6. Es müsste jetzt schon Folge 50 sein oder sogar 51, 50 oder 51. Ich glaube, ich habe mich beim Vorproduzieren etwas verzählt. Wenn es Folge 50 ist, yay, super geil. Jubiläum, wenn es Folge 51 ist, dann müsst ihr halt die letzte Folge nochmal angucken und da Jubiläum feiern. Wir sind jetzt auf einen Berg hochgeklettert zur Satellitenstation. Und eins dieser Phänomene, die mich in diesem Spiel immer wieder, oder sagen wir mal andersrum, etwas, was ich in Far Cry 6 immer sehr genieße, das sind die Ausblicke über diese geniale Open World. Also da unten ist ja diese eine kleine Stadt, wo wir mit La Moral waren. Da hinten ist die La Moral Party Insel. Hier irgendwo im Dschungel drin müsste dann dieses neue HQ sein, dieses Hotel da. Irgendwo da hinten ist, glaube ich, dann das Lager von El Tigre. Oder war es? Ne, das müsste eher. Ja, das ist da hinten. Da hinten, da müsste das Lager von El Tigre sein, auf dem hohen Berg. Und da sehe ich auch schon unser nächstes Ziel. Das ist auch nochmal so eine Satelliten- oder Radarstation oder sowas. Und jetzt nochmal kurz zu dem zurück, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Das Level-Design in diesem Spiel lässt mir immer mal wieder ein bisschen was zu wünschen übrig. Denn was nützt es denn den Gegnern, wenn die ein militärisches Ziel ringsrum mit Stacheldraht einzäunen und dann muss ich wiederum sowas hier sehen, ja? Also, da steht ein Schild, man darf hier nicht rein, aber ist das jetzt so schwierig, den Draht bis zum Ende durchzuziehen? Hier können wir nachher mit dem Wingsuit abspringen. Ich finde das natürlich sehr schön, dass wir jetzt da vorne von der einen Seite her... Oh. Hier ist schon mal keine Verstärkung mehr. Der Alarm muss weg. Der Alarm ist auch schon mal weg. Ah, dieser Puma steht mir genauso auf dem Weg wie Chorizo. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange dieser Laptop hier steht, aber er hat immer noch Akku. Und ich weiß nicht... also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Ziele ausheben und das, was wir sogar in der Tutorial-Mission noch gesehen haben, ja, dass du mit dem Handy die Gegend ausspähen musst, um dann Gegner zu markieren, das fällt im späteren Spiel, sogar dein Reingehen planen fällt sogar weg bei diesen militärischen Zielen. Das ist... Ich verstehe es nicht. Warum macht man da diese Laptops hin? Ich meine, wenn man schon so ein militärisches Ziel nicht mit Waffengewalt alleinig einnehmen will, sondern man will sich die Mühe machen und da stealthmäßig reingehen, warum nimmt man nicht einfach irgendwo einen erhöhten Punkt links oder rechts von dem Ding und lässt dann die Leute selber auskundschaften? Nee, man stellt hier noch so einen Laptop hin, der einem jetzt sogar alle Gegner und alles aufdeckt, ja? Also ich sehe zum Beispiel, hier unten ist eine Kamera. Sagt weg. Muss ich gut aufpassen. Jo. Wäre angebracht. Oh, er hatte sogar 16 Pesos dabei. So. Dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Scharfschütze. Jeder normale Mensch müsste eigentlich schon längst den Alarm ausgelöst haben, aber die rennen immer noch rum und suchen mich zuerst. Darf ich mal kurz anmerken, der Timer für diese militärische Übernahme steht jetzt hier, also ihr seht es nicht, aber nur mal kurz als Anmerkung, hier unten in meinem, also hier unten in meinem Kontrollmonitor stehen jetzt 4 Minuten 36
Und ich darf anmerken, die erste Minute 26 habe ich nur gelabert. Also, ich meine, sorry, aber das sollen militärische Ziele sein? Mit 7, 8 Wachen, die sich alle so mit Kopfschüssen wegmachen lassen, die du noch nicht mal einzeln ausspähen musst, die du mit diesem, einfach diesen Laptop da eingibst und dann werden dir die Alarme und die Kameras schon angezeigt und du brauchst 3,5 Minuten, 3,5 Minuten, um ein militärisches Ziel zu klären. Das ist, also, das... Ich denke, das hilft dir weiter. Ah, was willst du jetzt? Du hast was für mich? Hola, wir werden heute die Armee überfallen. Kämpfe mit uns und wir zeigen ihnen, was für Guerilleros El Este zu bieten hat. Hey, danke. Nochmal ein militärisches Ziel. Codename Papagei, ein Hinterhalt. Vielleicht nehmen wir noch die Hinterhalte mit, weil da ist noch ein Hinterhalt und da ist noch ein Hinterhalt. Aber ich weiß nicht, ob ich die Hinterhalte alle mitnehmen will. Also diese militärische Ziel, diese Funkdinger da, wo man einfach nur gegen die Ding tippt. Nehmen wir das noch mit? Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte eigentlich nur diese Flaggen, militärisches Ziel, die FND-Basen. Ich habe mir gedacht, da gibt es ein bisschen mehr, aber mal gucken, was Hans Sendler wieder haben. Gegen industrielle Platinen tauschen, gegen... Brauchen wir das eigentlich? Keine Ahnung, wenn ich es wirklich brauche. Oh. Habe ich jetzt? Wie viel Pesos habe ich eigentlich noch? Ich glaube, ich habe... Oh, 23.000. Ich glaube, ich habe jetzt nämlich zu viel von dem Scheiß hier verkauft. Das hätte ich, glaube ich, nicht verkaufen sollen. Den kann ich nicht wieder zurückkaufen, oder? Das Zeug, ne? Ich kann nur... Ah, Materialien doch. Ah doch, ich kann immer genau das kaufen, was ich brauche. Macht einen Sinn. Ja gut, das heißt, das Problem ist halt, ich bekomme für recyceltes Glas, wenn ich es verkaufe, 1 Pesos. Und wenn ich recyceltes Glas kaufen muss beim Händler, dann kostet es mich 75 Pesos. Und ich kriege 1. 1 für 75 Pesos. Und wenn ich... Also ganz ehrlich, Spiel, also das ist unterste Grenze. Also das ist... Ich will es eigentlich gar nicht sagen, das ist echt furchtbar. Die ganzen Impro-Waffen, ich weiß nicht, ich bin kein Freund davon. Also, dass man normale Waffen schon mit Improvisier und Impro-Schalldämpfer und Impro-Laserpointer ausrüsten kann, das ist eigentlich schon für mich ein bisschen viel, aber diese Impro-Waffen, also ich meine, ein Flammenwerfer, ein Feuerwerkskörperverschießer, eine Nagelpistole. Irgendwo ist noch dieses Ding dabei, das Musik-CDs feuert. Ich hab gehört, du wolltest Castillo umlegen. Ja, hatte ich schon mal vor. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn die anderen militärischen Ziele aus sich so leicht klären lassen, dann wird es ja jetzt eine relativ kurze Ding hier. Guck nochmal überall rum, aber vor allem, was sind das hier für kleine Bunker? Hola. Hola. Hier oben ist noch ein Ausrufezeichen. Neues FND-Depot aufgedeckt. Nochmal eins. Wo? Haben wir doch. Ah, iranisches Schmuggelgut, da muss ich gleich auch noch hin. Karte öffnen. Wo ist jetzt FND-Depot? Will ich mir jetzt sagen, die Karte lag hier und es ist dieses Plateau hier oder was? Oh. Leute, das
Müsste aber noch besser werden. Da liegt noch Medizin. Unten ist ein Ausrufezeichen im Boden. Aha. Oho, ein geheimer unterirdischer Tunnel. Ach nee. Ach nee, nur wir hätten von hier mit dem Enterhaken hochklettern können und dann wären wir hier über die... okay, alles klar. Ist nur ein Hintereingang. Nichts weiter als ein kaputter Hintereingang. Mehr nicht, mehr nicht. Immer noch höchstens gucken, wo es in die andere Richtung weitergeht. Aber ich denke mal, da kommen wir auch nur irgendwo im Lager raus. Ja. Sogar noch. Super, wie du das mit McKay geschafft hast. Danke sehr. Halt mir doch nicht immer die Karte dahin. Ich will sie nicht mehr. So, da oben ist dann noch unser Bunker. Unsere verschlossene Tür. Gambio. Habt ihr das alle gehört? So. Ja, drei Medizin. Iranisches Schmuggelgut ist immer gut. Mal sehen, was drin ist. Die Haibis. Okay. Also im Prinzip unser Gewehr. Nur mit einem kleineren Visier. Größeres Magazin. Arsenal. Gerade mal kurz Details. Ich meine, wir haben ja jetzt die Zeit. Ja, also ich habe gerade mal ein Drittel von der Folge rum und wir haben hier uns hier schon durchgelootet. Weichziehen-Munition. Das ist schon mal schlecht. Zweifach Spectre-Visier. Das geht. Amerikanischer Schalldämpfer. Erweitertes Magazin. Und cool bleiben. Die Abkühlzeit von Schalldämpfern sinkt. Mit Bedacht schießen, mittlere bis hohe Reichweite, sehr stabil. Wer auch immer auf die Idee kam, ist Haifischmäuler auf Killermaschinen zu montieren, war ein Genie. Ich bin nur ein bescheidener Mann, der diesen Fußstapfen tritt. Okay. Vielleicht. Wir bleiben mal bei ihr hier. Wir bleiben mal bei dem Ding hier. Ich nehme mal die Haibis als anstatt der MP40, wenn es Weichziehmunition schießt. Ja, klingt aber. Ja, okay, 8 Schuss ist aber. Schalldämpfer überhitzt schnell, Abklingzeit vermindert. So, irgendwelche Flugmaschinen hier. Ich dachte jetzt mal wieder so ein bisschen Flugabwehrmaschinengewehr. So. Ja. Nein, echt. Was halt, soll ich jetzt darüber? Ich will eigentlich nicht wirklich. Juans Waffenhändler, Luftfahrtübergabe, das Problem ist doch. Bin hier noch irgendwo. Ja, genau da unten ist halt ein Ding, ein militärisches Ziel. Ja, weiß ich was. Wir machen es wieder so. Ich mache hier kurz einen Cut. Weil der Weg alleinig dahin ist jetzt nichts Spannendes. Und dann nehmen wir jetzt gleich hier das Militärgefängnis da ein oder was es ist. Und dann holen wir uns gleich noch die Flugabwehranlage. Die ist direkt daneben, dann passt's. Und die Flugabwehranlage haben wir beim Bossgegner nicht kaputt gekriegt. Müssen wir vielleicht nochmal hin, wenn wir Bock haben. Schauen wir mal. Also wie gesagt, ich mache kurz einen Cut und dann holen wir uns das hier unten und dann mache ich nochmal einen kurzen Cut oder beziehungsweise, nee, dann ist nächste Folge. Dann holen wir uns noch die anderen beiden Ziele, also die Kaffeefabrik und die Fernmeldestation. Bis gleich. Aufnahme geht weiter. So, damit wieder zurück beim zweiten Teil. Wir sind hier in einem, wie soll ich sagen, das ist kein Militärgefängnis, wie ich anfangs dachte. Es ist ein prähistorischer Park und die Flugabwehranlage ist mitten in diesem Park zusammen mit unserem militärhistorischen Ziel, wollte ich jetzt schon fast sagen. Natürlich ist hier im Gebüsch versteckt natürlich wieder ein Laptop hier. Also ich weiß nicht, wer die Akkus für diese Dinger designt hat, aber der Typ verdient einen Orden.
Und ich finde es auch schön, dass jeden Laptop, den wir treffen, genau dasselbe Bild anzeigt. Wir sollen übrigens einen großen Helikopter stehlen, hier um Feuerunterstützung für La Morale zu kriegen. So, Wir haben einen Sunny. Das war wohl kein Kopfschuss. Na egal. Das Problem ist natürlich, wenn man zwei gleiche Waffen verwendet, die brauchen auch die gleiche Munition. Ja, vielleicht gehen wir mal noch hin und machen mal noch ein paar andere. Bleib erstmal bei der Maschine. Ja, ich bleib erstmal bei der MP40. Die sieht mir irgendwie am hübschesten aus. So. Da hinten war noch irgendwo der Raketenwerferschütze. Den habe ich beim Herlaufen gesehen. Jetzt haben wir ihn endlich erwischt, verdammt. So. Die Kamera da machen wir kaputt. So, dann laufen wir ein paar Meter hier rüber. Treffe ich dich? Keine Verstärkung mehr. Okay, ein Alarm weg. So, es erinnert mich ein bisschen an den Dino Park. Oh, ein Singo, der wollte mich gerade fressen oder was? Oh. Alarm ist. Oh. Adios, Verstärkung. Dieses Mal habe ich definitiv. Gott sei Dank natürlich von der Seite hier. So, wo sind wir denn noch? Da hinten rennt noch einer. Genau unter mir müsste noch einer sein, der Minimap nach. So, da noch einer weniger. Scheiße. Da unten rennt noch was. Okay, das war's. Aber zumindest kommt keine Verstärkung. Der andere. Wir wurden entdeckt, aber Gott sei Dank haben wir vorher die Alarme ausgeschaltet. Dann hält sich's noch in Grenzen. Also man muss auch ein bisschen auf die Idee kommen, aus einem prähistorischen Park einen Helikopter-Wartungsplatz zu machen. Ja, Fahrzeug gesichert, Bonusressourcen. Muss ich jetzt nicht mal mehr zum Ding bringen. Aber... jetzt die Flugabwehranlage automatisch mit ausgeschaltet. Also dann müsste ja rein theoretisch... Ja, ich glaube, das war die Flugabwehranlage hier, oder? Dann müsste aber auch noch irgendwo der Kanister mit dem... Oder... Ist der jetzt hier nicht dabei, weil... Ding. Das ist hier unser Raum. Ein bisschen haben wir automatisch, wenn wir Ding... Wahl. Volle Munition. Müssen wir jetzt hier auch nicht bei der Flugabwehranlage Uran kriegen? Oder war, weil jetzt die Flugabwehranlage quasi direkt im militärischen Ziel lag, ist das jetzt ein Sonderding, dass das Ding hier nicht war? Naja, egal. Aber ich muss auch ehrlich wieder sagen, also dafür geht mir das einfach zu fix. Also ich meine, okay, diesmal wurden wir zwar entdeckt, aber so wirklich übermäßig anstrengend war es jetzt auch nicht, dieses militärische Ziel hier zu clearen. Ich meine, jetzt können wir wieder überall rumrennen, irgendwo noch wieder Loot einsammeln. Hallo.
Ebola? Ebola? Oh, pass auf hier mit dem Ding. Ich habe das mit McKay gehört. Gut gemacht, Arno. Ja, würde ich doch sagen. So, da ist ein Quad, wenn wir weiter wollen. Hier ist noch Ding. Hey! Hey. Und die hebt wieder irgendein. Nein, nicht der. Was hast du für mich? Hey Danny, die Armee hat einen Kontrollpunkt auf einem unserer Fluchtwege für Parias errichtet. Du musst ihn für uns ausschalten. Danke dir. Ja, natürlich. Kontrollpunkt. Direkt hier ums Eck. Eigentlich, ich meine, wenn ich mir das angucke, wir haben 2 militärische Ziele jetzt hinter uns. Gerade mal 20. Oh. Falscher Knopf. Warum sind jetzt wieder überall Ding? Überall rote Punkte um mich rum. Greifen jetzt da plötzlich Ding an. Also mit dem Helikopter zielen macht ja überhaupt keinen Spaß. Hier, was war nochmal Steuerung? Also zumindest finde ich ja schon mal schön, dass der 1000 Leuchtraketen. Chatrad. Komm, hier lang. Ah, okay. Das werden die Parias alleine schaffen. Lebt noch einer? Wenn man so einen großen Angriffshelikopter hat, dann ist das relativ einfach. 2 Salven Raketen in den Dinger neigjagt und dann war schon alles kaputt. Und jetzt können wir hier noch wieder Benzin einsammeln und hier ist noch wieder Munition. Und hier liegt noch wieder irgendwas. Hier ist noch eine Karte. 5 neue FND-Depots aufgedeckt. Nein, leider. Also ich bin mir nicht sicher, ob McKay in der Hölle schmort, weil eigentlich hätten wir... Ich habe noch mehr Infos für dich. Natürlich. Ebola, vor einer Weile war hier alles für eine Quinceañera geplant. Aber die Soldados haben die Eltern der Kleinen vor der Feier entführt. Das Lagerhaus ist immer noch vollgeschmückt. Die hatten schon alles geplant. Die armen Leute. Das arme Mädchen. Sehr nett von dir. Was? Ach so, Schatzsuche. Okay. Süße 15. Hier hat jemand alles für eine tolle Party aufgebaut. Vielleicht war das am Ende ja ein Geschenk. Ein Geschenk für mich. Ja, vielleicht, ich bin mir noch unsicher, vielleicht machen wir Schatzsuchen auch noch ein paar, wenn wir durch sind. Aber eigentlich, ich will jetzt wirklich echt nicht jedes einzelne Ding auf dieser langweiligen Open World, wenn du... Achtung! Da hinten sind sie! Ja, dann mach doch was dagegen. Geisel. Magazin leer! Deck mich! Ich deck dich! Ja, schön, okay. Da ist der Bunker, wo ich noch kurz rein wollte. Medizin. Noch eine FND-Kiste. Pulver war ja klar. Dann würde ich jetzt sagen, ich nehme einfach mal kurz hier unseren Helikopter, Helischmopter. Oh, schön hier mit Badeding sogar nebenan. Hey. Kleiner Südstrand. Nice. Also hier würde ich auch Urlaub machen, hey.
Schwimmbecken im Meer. Nur der. Ja, okay, hier für ein Schießpulver oder was hier. Benzin und Munition. Aber nice, hey, Alter. Was nicht so teuer wäre, überall in Urlaub hinzufliegen, mal abgesehen von Corona jetzt, ja. Da würde ich auch mal gerne so am Strand liegen. Hier sind noch ein paar Pesos. Gut, manche Leute wollen unbedingt V8 fahren und ich habe halt einen Gaming-Raum mit 3 Rechnern drin und 5 Bildschirmen. Junge, du stehst mir im Weg. Ich habe gesagt, du stehst mir im Weg! Meine Fresse. Alter. Ich hab mal ja, ist schön. Ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich nehme jetzt meinen Helikopter, fliege jetzt kurz zur Kaffeefabrik oder fliege ich erst zur Fernmeldestation? Ich fliege erst zur Kaffeefabrik und danach fliege ich zur Fernmeldestation. Und dann nehmen wir noch in der nächsten Folge die beiden Dinger hier mit. Und dann habe ich, glaube ich, noch gesehen, was war es noch? Irgendeine spezielle Waffe, die auch so eine seltene Waffe, die irgendwo hier an dieser Straße irgendwo im Dschungel liegt, komplett offen. Muss nachher nochmal nachgucken, aber die holen wir uns nächste Ding auch noch. Nächste Folge. Urogrunzer Angelgebiet. Vor allem, wo ist hier Ding? Das ist ein minimal kleiner Teich. Rotnamen Bananaquid. Iranisches Schmuggelgut, war es da? Vielleicht? Ich muss nochmal gucken. Auf jeden Fall, das holen wir nächste Ding noch. Und auf jeden Fall auch noch die Kaffeefabrik. Tankstelle, da waren wir, glaube ich, schon. Hier ist noch eine Libertatkiste. Weißt du, wenn du so nah ranzoomst, es ist halt überall irgendwas. Angelgebiete, Jagdgebiete, Vogeldinger zum Abschießen. Dieser beschissene Guerillaweg da hoch. Felicidad. Da diese komische Ding, diese komische Kirche, wo nichts bringt, außer dass oben auf einem Turm eine Waffenkiste drauf war. Ich könnte mich jetzt über viel aufregen. Ich mache hier einen Cut. Kommt die Folge ein bisschen kurz. Aber ja gut, ist jetzt halt so. Und dann... Ups, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann.